Susanne Wiesinger arbeitet seit 25 Jahren als Lehrerin in Wien-Favoriten, dem größten Schulbezirk in Österreich. Sie warnt, viele Schulen geraten zunehmend außer Kontrolle. Die Probleme im Klassenzimmer seien kaum noch zu lösen. Es ist einfach zu viel. Es ist eine Klasse von 25, wo man 21 Kinder in unsere Gesellschaft mal integrieren müsste. Nicht nur sprachlich, sondern auch kulturell. Das kann keiner schaffen. Wohin sollen wir sie integrieren? Wir sind die einzigen der österreichischen Mehrheitsgesellschaft, die sie kennen. Es ist das erste Mal, dass eine Personalvertreterin der Sozialdemokratischen Lehrergewerkschaft so offen über die Probleme an Wiener Schulen spricht. Man könnte sagen, es ist ein Hilferuf einer engagierten Lehrkraft. Seit 10 Jahren unterrichtet Susanne Wiesinger nun schon an einer neuen Mittelschule in Wien. 300 Schüler, fast alle haben einen Migrationshintergrund. Es ist eine typische Brennpunktschule. Früher, berichtet uns die 53-Jährige, sei sie mit Inhalten noch zu den Schülern durchgedrungen. Heute interessieren sich besonders muslimische Schüler kaum noch dafür. Ich glaube, der Unterschied zwischen ihrer Welt zu Hause und unserer Welt ist so groß, dass sich das gar nicht mehr auf die Reihe kriegen, ja. Die Scharia ist für viele meiner Schüler sicherlich höher stehend. Das ist schon das Wichtigste, ein guter Muslim und ein guter Muslima zu sein. Deutlich wird das auch im Klassenzimmer. Musik und Tanz werden aus religiösen Motiven abgelehnt. Und auch der Streit untereinander ist immer öfter religiös motiviert. Zudem beobachtet Susanne Wiesinger bei vielen muslimischen Eltern eine wachsende Bildungsfeindlichkeit. Es gehe oft nur um den islamischen Glauben. Das ist das, was sie in ihren Augen mehr wert macht. Worin sie sich abheben von uns, dass sie gläubige Muslime sind. Und wenn dann einmal nur das überbleibt, dann ist es gefährlich. Da entwickelt sich was in eine Richtung, die nicht gesund ist für eine Gesellschaft. Dass der Islam an vielen Wiener Schulen immer einflussreicher wird, dass immer mehr Schüler immer schlechter Deutsch sprechen, obwohl sie in Österreich geboren sind, dass wir Gefahr laufen, Generationen junger Migranten zu verlieren. Genau darüber darf und soll man als Lehrer nicht öffentlich sprechen. Und besonders dann nicht, wenn man, wie Susanne Wiesinger, Mitglied der sozialdemokratischen Lehrerfraktion im rot-grün regierten Wien ist. Man wird immer gewarnt, nicht mit der Presse zu sprechen. Ich habe den Eindruck, dass man jetzt noch weniger sich äußern darf. Weil man zittert wie das Kaninchen vor der Schlange, vor ÖVP, FPÖ. Beim Stadtschulrat in Wien möchte man von einem Maulkorb für kritische Lehrer nichts wissen. Es bringe aber auch nichts, mit den Medien zu reden, meint Präsident Heinrich Himmer. So würde man keine Probleme lösen. Wenn ein Lehrer, eine Lehrerin aus seinem Erlebnis etwas erzählt, ist immer die Frage, lässt sich das auf das ganze Schulsystem schließen? Und das ist jetzt die Frage, was ist die Botschaft, die ich aussende? Ist die Botschaft, die ich aussende, kommt nicht in meine Schule, weil alle, die kommen, sozusagen erleben die Hölle auf Erden. Wenn jemand das Gefühl hat, er muss es medial sagen, dann ist es ein ernstzunehmendes Thema, das man bearbeitet. Und dafür sind wir da und das tun wir auch. Wie sensibel das Thema für die Wiener Schulbehörde ist, erleben wir auch bei unseren Dreharbeiten mit Susanne Wiesinger. Ja, könnten Sie es mir verbieten? Schon, oder wie? Sowohl die zuständige Bezirksschulinspektorin als auch der Sprecher von Stadtschulrat Himmer melden sich telefonisch und teilen ihr in deutlichen Worten mit, was sie von ihrem Schritt an die Öffentlichkeit halten. Es wäre uns ja schon geholfen, nämlich wirklich, wenn Sie das endlich einmal zugeben würden, wenn Sie sagen würden, ja, wir haben die Ressourcen nicht und wir haben die Integrationspolitik verschlafen und ihr steht jetzt da mit dem und wisst nicht, wo oben und unten ist. Aber was uns wirklich kaputt macht, und das kann ich sagen, ist dieses, es ist nicht so, schaut einmal, wie toll alle Schulen funktionieren.
Den Vorwurf, der Stadtschulrat würde aus parteipolitischen Interessen die Probleme in den Klassenzimmern wissentlich ignorieren, lässt Präsident Himmer nicht gelten. Viele Fälle würden ihn leider nicht erreichen. Nur nicht sozusagen melden, wenn man ein Problem hat, weil das könnte ja irgendwie schlecht ausgelegt werden, dass man ein Minus sozusagen auch als Lehrer oder Lehrerin bekommt, weil man ein bestimmtes Problem nicht lösen kann. Christian Klar gehört zu den wenigen Schuldirektoren in Wien, die Probleme ehrlich benennen und wird dafür scharf kritisiert. Zuletzt warf ihm SPÖ-Stadtschulrat Himmer vor, er mache als ÖVPler aus der Schule heraus Parteipolitik. Ich habe das Gefühl, dass es da sehr viel um Ideologie geht und nicht um Problemlösung. Ich hätte gerne, dass Kinder, die in die Regelschule nicht passen, dann auch nicht mehr dorthin gehen müssen. Und ich hätte im Einzelfall auch gerne die Möglichkeit, nachsitzen zu lassen, Strafen zu geben, jemanden, der die Schule verschmutzt, zwingen zu können, sie wieder zu säubern. Was alles auch passiert, aber es passiert im Prinzip am Rande des Gesetzes. Dass man als Lehrer an Brennpunktschulen beschimpft und manchmal körperlich bedrängt werde, sei zwar kein neues Problem, es werde aber immer schlimmer. Solange ich nicht da bin, geht niemand. Bitte sehr, klasse. Besonders die religiösen Konflikte untereinander würden zunehmen. In unterschiedlichen Ausprägungen tobt im Klassenzimmer ein Kampf zwischen allen möglichen Kulturen und die Abstammung und die Religion ist bei den Kindern leider viel zu wichtig. Und wir haben mit einigen Ausprägungen mit islamischen Familien oder Gruppierungen große Probleme. Wenn man sie benennt, wird man ins rechte Eck gestellt, anstatt zu sagen, oh, da gibt es ein Problem, wir müssen es angehen. Ich würde es inhaltlich begrüßen, wenn der Islamunterricht nicht mehr in der Schule stattfinden würde. Mit der Sorge, dass der Islamunterricht die Integration erschwere, ist der Schuldirektor nicht allein. Wir treffen einen irakischen Vater, der über seine Erfahrungen mit einer Islamlehrerin in Wien berichten will. Aus Angst vor negativen Konsequenzen möchte er anonym bleiben. Ich will, dass meine Tochter weder Arabisch noch Islam lernt. Ich habe sie hierher gebracht, um Deutsch zu lernen. Die Islamlehrerin sagte mir, das reicht nicht. Es ist obligatorisch, an dem Unterricht teilzunehmen. Ein Einzelfall? Oder wird die Unwissenheit einiger Eltern von den Islamlehrern gezielt ausgenutzt, um Kindern ein bestimmtes Islamverständnis zu vermitteln? Sie haben uns angelogen. Die Islamlehrerin sagte zu mir, ihr seid schuld, dass wir in Österreich nicht mehr mit Respekt behandelt werden. Warum lässt du deine Tochter die Hände einer österreichischen Lehrerin küssen? Ihr seid Muslime. Das ist religiös verboten. Die Gefahr für die Kinder ist groß. Sie nutzen die Kinder aus. Sie versuchen, über den Unterricht einen Zugang zu bekommen. Rund 30.000 Schüler besuchen in Wien den islamischen Religionsunterricht. Für die Inhalte ist die Glaubensgemeinschaft zuständig. Die Islamlehrer unterstehen allerdings der Aufsicht des Stadtschulrats. Also was auch immer dort vermittelt wird, unsere demokratischen Werte, die wir hier auch in Österreich leben und haben, sind von allen zu respektieren, unabhängig von der Religion im Hintergrund. Es gibt hier Überlegungen, auch zum Beispiel über konfessionellen Religionsunterricht anzubieten. Da gibt es Regelungen seit vielen Jahrzehnten, die so einfach gar nicht aufzulösen sind. Christian Klar gehen diese Überlegungen nicht weit genug. Der Direktor einer neuen Mittelschule in Wien-Floridsdorf fordert ein Kopftuchverbot. Es sind einige Kinder, die sehr, sehr stark islamisch geprägt sind, und zwar islamisch-konservativ geprägt sind, was Frauen sagen, zählt nicht, Mädchen haben keine Rechte. Natürlich ist das Kopftuch ein Riesenthema. Ich habe deshalb sehr viel Hoffnung, dass es irgendwann in der nächsten Zeit ein Verbot von Kopfbedeckungen in der Schule geben wird. Ich glaube, das wird den Kindern helfen. Bereits jetzt hat die Hälfte aller Wiener Schüler einen Migrationshintergrund, Tendenz steigend. Das Schulsystem wächst jedes Jahr um rund 3000 Schüler. Die Integrationsarbeit wird immer schwieriger. Leisten müssen sie Lehrerinnen wie Susanne Wiesinger. Denn Schulsozialarbeiter fehlen überall. Dass die von der Politik in Aussicht gestellten 300 Psychologen und Sozialarbeiter für Wiener Schulen jemals kommen, daran zweifeln momentan nicht nur kritische Lehrer.